3, 2, 1. Servus und willkommen zu diesem Andi Talks. Ich kündige noch schnell Folgendes an. Ab Mai kommen nicht mehr so regelmäßig diese Podcast-Episoden. Ich muss noch schauen, wie es ab dann weitergeht. Heute bin ich hier mit dem jungen E-Boy Wiener Armin Eckel. Servus. Dankeschön, Dankeschön. Servus. Wie geht's dir, Armin? Ja, ich muss sagen, den Umständen entsprechend von Corona natürlich. Alter. Aber sonst eigentlich, ich kann mich ja nicht beklagen. Mir geht es ja noch im Vergleich zu vielen anderen noch sehr gut eigentlich. Und wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Bei mir ist alles bestens. Ja, ich bin aufgeregt wegen der neuen Arbeit, die ab Mai, habe sie eh gerade noch kurz erzählt. Tja, du hast irgendwie auch ein bisschen einen lustigen Schlafrhythmus, kann das sein? Naja, als lustig würde ich ihn nicht betiteln, in meinen Augen. Aber ja, sagen wir so, einen sehr ausgefallenen Schlafrhythmus. Aber das kann ich halt dadurch so sagen, so, es ist so, wenn ich untertags arbeite, habe ich viel zu viel Ablenkung. Untertags, alle sind wach, Anrufe und sowas. Aber wenn ich in der Nacht bin, dann habe ich nur mich und Bildschirm. Zeit für Und das dich sind dann die alleine. Stunden, die ich vor allem genieße. Du zockst auch ziemlich viel, oder? Ja. Okay, ich will dich da nicht so sehr exposen. Na, na, gar kein Währenddessen, Problem. Ja, ich bin sehr vernarrter Zocker. weißt du, ich streame mich derzeit jede Nacht beim Schlafen. Ist auch super weird, aber Ja, aber ich es habe hält mich gemerkt, an einen mittlerweile regelmäßigen von Tag zu Schlafrhythmus. Tag hast du immer mehr Zuschauer auch drinnen. So ist es eigentlich nicht. Der Rekord, den ich bis jetzt gesehen habe, am Anfang waren immer nur 0, wenn ich mal kurz reingeschaut habe, aber ich habe schon mal 13 oder 14 auf einmal gesehen. So, das meinst du, ja. Ja, also es zahlt sich aus, keine Ahnung. Aber warum streamst du beim Schlafen? Ja, okay, gut, reden wir drüber. Also, ich verstehe, dass es sich komisch anhört und ich habe auch schon so mit Leuten drüber geredet, Freunden. Aber im Grunde genommen, warum nicht? Es ist kein Aufwand für mich und keine Ahnung. Es sind einfach so Leute, die mich dadurch entdecken. Weißt du, wenn du ein Video postest und dann live gehst, dann wird das Video auch nochmal eher gepusht. Und so, keine Ahnung, schafft es auch irgendwie ein bisschen mehr eine Connection mit den Leuten, die Ja, dann stimmt, tatsächlich stimmt. irgendwie jeden Tag drin sind. Und es ist ja nicht nur, dass ich live gehe und schon direkt schlafe, sondern eben ich gehe eine halbe, dreiviertel Stunde davor schon live. Das ist so ein normaler Livestream, wie du ihn auch machst. Und dann gehe ich halt pennen und bleibe halt noch die ganze Nacht gleich so. Ja, whatever. Ja, aber ist keine schlechte Idee, ist nichts Verwerfliches dran. In der Zeit, wo du schläfst, machst du halt Follower damit. Jupp. Und es kam eben auch schon mal vor, dass ich irgendwie so in einer komischen Schlafposition war. Und es hat irgendwie so ausgesehen, als hätte ich mir das Knack gebrochen oder was weiß ich. Und dann sind ur viele Leute so reingekommen und geschrieben, yo, bist du noch am Le Also ich habe geschlafen, okay, ich habe das nicht so mitbekommen, aber ich habe einen Screenshot gesehen, wo eben, während ich so in einer verkrüppelten Position schlafe, einfach so 500 Zuschauer sind und im Chat Boah. steht so, ist er tot oder... Ja. Kann ich mir Also sowas kommt auch vor. vorstellen. Hast du schon über einen Monat lang durchgezogen? Nicht schlecht. Fix. Ja, ich mache mal irgendwann mal so ein Zusammenfassungsvideo so und zeige die Statistiken. Ist vielleicht interessant, vielleicht. Ich habe dich da jetzt vorhin als E-Boy vorgestellt, aber Ja. könntest du diese Bezeichnung auch mal kurz für die Zuhörer erklären, die nicht wissen, was das bedeutet? E-Boy ist ja eigentlich sozusagen entstanden hauptsächlich durch TikTok sind ja mal E-Boys entstanden. Davor gab es noch nur E-Girls. E-Boys steht ja nicht, zum Beispiel viele dachten immer, E-Boys sind Emo-Boys. Aber E-Boy steht nicht für Emo, E-Boy steht für Electronical Ja, Boy. eher so Internet, ja. Und dadurch kann es halt, und E-Boys sind halt meistens daran zu erkennen, erstens, dass sie sich die Fingernägel lackieren. Das kann man aber auch zum Beispiel bei Skatern finden. Das ist auch ganz normal im Skate-Bereich, auch ganz normal. E-Boys erkennt man aber auch vor allem daran, dass sie sehr, sehr gewagte Sachen machen, wie zum Beispiel Nasenpiercing, Doppelohrloch, ein Ohrloch. Und aber halt nicht solche normalen Ohrringe, sondern so wie so was Ausgefallenes, wie, kannst du das erkennen? Ja. Ich sehe, du hast da so eine Verbindungskette, ja. Dass es so doppelt ist. E-Boys sind aber auch noch, warte kurz, ich kann das kurz holen. Was kommt jetzt?
Sind aber auch zu erkennen, dass sie sehr, 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 sehr viele Ketten besitzen. Auch eher, auch manchmal, es ist auch ein bisschen, muss man sagen, es ist auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so sagen, es ist feminin. Ein bisschen ein feminines Aussehen auch. Also so ein Style, der mit Sachen behaftet ist, der eigentlich, wo diese Sachen eigentlich hauptsächlich bis jetzt bei weiblichen Personen gesehen wurden. Aber auch durch Ringe, wie gesagt, durch Ketten, Perlenketten. Dadurch zeichnen sich halt E-Boys aus. Okay, also Schmuck. Ja, Schmuck könnte ich verstehen, dass es so feminin ist, aber so zum Beispiel schwarz lackierte Fingernägel, finde ich, ist überhaupt nichts Feminines dran. Zum Beispiel für uns beide, für mich ist das ja auch gar kein Thema, wenn sich wer die Nägel lackiert oder von mir so kannst du auch deine Zähne lackieren, das ist mir komplett egal, weißt du? Aber für viele, und weil das nicht jeder so sieht wie wir, ist es dann auch natürlich eher was Feminines in ihren Augen. Aber interessant, also E-Boys brechen da die Norm. Ja, ich glaube auch im deutschsprachigen Raum, der deutschsprachigen Content hochlädt, also die meisten, die ja deutschsprachig sind und E-Boys sind, die laden ja hauptsächlich nur Englisch hoch. Aha. Weil es dafür im deutschsprachigen Raum keine sehr, sehr hohe Akzeptanz gibt. Aber zum Beispiel im englischen Raum ist es viel höher. Okay, interessant. Ja, du hast ja auch einen englischen TikTok. Ja, den habe ich aber jetzt erst, fühle ich jetzt erst seit 2 Tagen wieder, probiere ich dort auch regelmäßig was hochzuladen. Ich habe den ein bisschen verwesen lassen, aber ich probiere ihn jetzt wieder hochzuleben. Habe jetzt auch endlich 1% belgische Follower. Okay. Ja, ich wollte fragen, also bekommst du dann tatsächlich auch Zuschauer aus dem Ausland? Also aus dem nicht deutschsprachigen Raum? Okay, interessant. Na gut. Ja, aber bis jetzt war dabei Spanien, Luxemburg. Luxemburg sehr, sehr viel eigentlich. Mhm. Und Belgien, wie gesagt, Niederlande kommen manchmal dazu, ganz selten noch Frankreich oder sowas oder solche jugoslawischen Länder sind auch ab und zu noch dabei. Aber auf den Umschwung zu Amerika ist leider noch nicht gereicht. Ja, ich habe das Gefühl, eben sehr viel von diesem TikTok-Algorithmus hängt halt davon ab, wo dein GPS-Signal ist. Also, ja, aber wie du es manipulieren kannst, du kannst dich mit einer VPN anmelden und du brauchst eine amerikanische Telefonnummer. Dann. Machst du das? Willst du das machen? Also nein. Also ich mache es im Moment nicht. Ich mache es im Moment auf gar keinen Fall. Aber die Möglichkeit besteht. Ja. Tja, warum nicht? Du weißt es aber nicht von mir. Das funktioniert. Okay. Ja, gut. Und du hast da auch ein bisschen so deine Freundesgruppe. Sind das, würden die sich selber auch als E-Boys bezeichnen? Die Fag-Boys? Nein. Nein, da bin ich ganz klar der Einzige. Ich bin der Einzige von uns, der ein E-Boy ist und sich auch so bezeichnet. Okay. Siehst du, wir sind ja ganz verschiedene Typen. Manuel ist ganz klar Fitness-Typ. Ja. Michael hat dort auch seine, ich weiß gar nicht, wie ich Michael und Alexei jetzt so beschreiben soll in ihrer aktuellen Rolle. Michael ist mehr so der Mode-Mensch, oder? Ja, definitiv. Michael ist mehr so der auf Kleidung, auf Style, sowas, auf eine andere Style-Richtung viel Wert legt. Ich tue mir auch gerade noch ein bisschen schwer mit den Namen. Ich hoffe, ich verwechsel niemanden. Michael ist der, Manuel, weißt du, wer ist? Manuel ist der mit Locken. Ja. Und der Alexei ist der auch, ja. Also er ist mehr vielleicht Tänzer auf TikTok. Ja, das ist Manuel auch auf jeden Fall. Also da würde ich die einordnen. Und Allround Philipp macht halt ganz normal POVs. Fix. Ja, und ihr habt gemeinsam so einen YouTube-Kanal. Werde ich gerne auch verlinken, Doug. Und du bearbeitest aber die Videos, oder? Die ersten 3 Videos hat Manuel bearbeitet. Aha. Dann haben 1 ich und Manuel und den Rest habe ich alleine gemacht, ja. Ja, ich habe das auch aus deinem ersten YouTube-Video erkannt. Wo hast du das Video bearbeiten gelernt oder hat dich das schon immer so interessiert, YouTube? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Schneideprogrammen bis wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, Jänner gar nicht befasst. Ach so, tatsächlich. Dann hat mir der Manuel hat mir zwei Befehle hat er mir gezeigt in Premiere Pro. Und dann hat er einfach mir die Dateien importiert ins Projekt, hat gesagt, er geht jetzt arbeiten
Und wenn er zurückkommt, ist das Video fertig. Bruh. Ja, da kannst du mal denken, ich sitze da so, okay. Ja, fangen wir mal an. Ja, und dann einfach so, ich vermeide es, mir Videos anzuschauen. Ich probiere meistens, mir eine Information zu googeln und dann nur über diesen einen Schritt die anderen Schritte, die ich möchte, zu finden. Ja, ich denke, es ist eine gute Methode, einfach so learning by doing. Ja. Fix. Geht aber bei Schneiderprogrammen auch fast gar nicht anders. Ja, also ja. Aber es macht dir Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es zu schneiden. Ich würde auch ganz klar für andere Leute, für ein bisschen Para, man sagt, würde ich auch schneiden. Okay, also wenn da jemand zuhört. Mal schauen. Jedenfalls hast du in deinem ersten YouTube-Video gesagt, du möchtest Leuten zeigen, dass alles möglich ist und dass man immer sein Ziel hinarbeiten soll. Das war eben so eine Frage, so, was ist dein Ziel? Und dann hast du aber im nächsten Satz gleich gesagt, dass du kein gutes Vorbild bist und dass man sich niemals dich als Vorbild nehmen sollte. Ja. Wie passt das zusammen? Das ist natürlich sehr gut, aber halt so, zum Beispiel bei diesem, nehmt euch kein Vorbild an mir, da bin ich ein bisschen von Montana Black abgeerbt. Also so, ich sage dir sicher was. Dass man sich auf jeden Fall nicht mich zu 100% als Vorbild nimmt. Dass man immer wissen sollte, so wie ich es gemacht habe, so wird es oder so wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich will dir zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wie du diesen Weg machst, will ich dir nicht zeigen, dass du dich an mir orientieren sollst. Aber dass man es schaffen kann und dass man daran arbeiten muss, Tag für Tag, und dass es wirklich jeder schaffen kann, das will ich zeigen. Ja, finde ich, ist eine gute Message. Darf ich fragen, gibt es auch noch irgendwelche anderen Dinge, die dich irgendwie zu einem schlechten Vorbild machen? Weil an und für sich so auf TikTok wirkst du nicht so schlecht. Das fängt ja schon alleine damit an, dass ich sehr großgoschert bin. Okay. Das fängt damit an, dass ich Snooze nehme. Das möchte ich auf gar keinen Fall, dass sich das irgendwer zu Vorbild nimmt. Okay. Oder dass sich irgendwer denkt, ich muss jetzt so wie der, ich brauche die Mimik von ihm, ich brauche dieselben Videos wie er, ich brauche dieselbe Gestik wie er, dasselbe Aussehen, dieselbe Kleidung wie er. Das auf gar keinen Fall, das will ich niemandem mitgeben. Also dass man sich nicht als seinen Weg nimmt, weil jeder hat seinen anderen Weg, jeder hat seine anderen Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, so jemanden so direkt zu kopieren, ist auch nicht sehr leicht. Aber find ich irgendwie auch labernd, dass du das so offen kommunizierst. Okay, brauchst es nicht machen. Ja, ich probiere immer, dass Zuschauer von mir das Gefühl haben, dass ich so wie eine Ansprechperson für sie bin. Weil ich glaube, man hat ja auf meinem YouTube-Video gesehen, eine Einblendung, wie viele Menschen ich geantwortet habe. Ja, also du hast es ja sehr stark auch zensiert. Ja, weil ich natürlich nicht wollte, weil ich mir nicht sicher war mit Datenschutz und so. Was darf ich jetzt zeigen, wer mir geschrieben hat? Aber ich kann es dir kurz reinhalten. Sei vorsichtig, gell? Aber das geht da wirklich. Ich kann da 3 Minuten lang runterscrollen, 3 Minuten lang. Locker. Ja, du, im Video hast du so gesagt, okay, das hast du in einem Tag gemacht. Aber ich fände, da hättest du zum Beispiel nicht den ganzen Bildschirm zensieren, sondern so auf dem rechten Rand was übrig lassen, dass man so sieht, vor wie viel Zeit du das abgeschickt hast oder etwas bekommen hast. Ja, das liegt aber daran, warum es nicht so gut war. Das heißt ja, in Premiere Pro heißt es die Zensierung ja Mosaik. Ja. Und ich bin, was Zensieren angeht, nicht der Beste. Da hast du irgendwie gesehen, wie das so rumgespackt hat und sowas. Ich habe einfach diese 2 Sekunden immer verdoppelt und verdoppelt. Und so habe ich es zensiert. Ich hätte es natürlich gerne anders zensiert, keine Frage. Aber das, was man noch im Video gesehen hat, das war 1/3 vom ganzen Clip. Ich habe nicht mal den ganzen Clip eingeblendet. Ah, okay. Ja, genau. Witzig. Witzig, wie du so drüber redest, so bearbeiten. Ja, ist auf jeden Fall nicht leicht. Ich bin es safe auch schon außer Übung. Also damals, als man noch reisen konnte, habe ich auch hier auf dem Andy Travels YouTube-Kanal so Vlogs gemacht und so auf die Art, aber auch schon ewig nicht mehr. Aber Vlogs sind definitiv für mich jetzt auch in Planung. Ja, fix. Ich bin mir dabei.
Ich habe jetzt schon zwei Cams, ein Cam Quad und eine andere Kamera. Und ich muss mir jetzt, ich bin gerade darauf fixiert, dass ich irgendwo ein Rode VideoMic bekomme. Aha. Das Rode VideoMic Pro am besten, also wäre mir am liebsten definitiv. Und das probiere ich im Moment zu bekommen. Ich bin an einem dran, aber das ist reserviert und jetzt muss ich bitte schauen, dass es mir gibt oder mir halt nicht gibt. Ja, okay. Ich würde sagen, wenn du so vloggst, fixier dich nicht zu sehr auf die Qualität am Anfang, sondern einfach, dass du loslegst, einfach Ja, drauf aber das Ding ist, ich habe im losstarten. Moment, ich habe so ein Transmitter-Mikro, also so ein Funkmikrofon. Aber man hat auch schon bei meinem ersten Video gemerkt, so Qualität ist für mich das A und O. Ich bin Perfektionist. Ich habe tagelang daran rumgeschraubt, dass ich in 1080p hochladen kann. Aha. Mit 60 FPS Gameplay. Die Kamera kann leider nur 50, leider. Aber das war mir so A und O so, dass das Layout passt, dass alles wirklich stimmig ist. Und das ist wirklich, wenn man das sieht, dass man sich denkt so, boah, gut. Ja, ich verstehe. Okay, ja, als Perfektionist wird schwierig. Ja, das haut mir auch selber ins Rennen, leider. Ich wünsche dir gutes Gelingen weiterhin Dankeschön. damit. Kommen wir zu einem Format. Erklär das Bild. Ein Format, in dem ich ein paar interessante Bilder aus deinem Instagram wähle, die eventuell mehr Kontext brauchen. Und du malst das Bild dann für mich aus. Hört sich gut an? Ja, wie wäre es mit so einer Proberunde am Anfang? Ist das irgendwie machbar? Also Okay, wie schauen wir komplett? rein. Dein Instagram ist relativ sauber. Du hast nur so 9 Beiträge. Ja, aber ich wünschte, ich hätte gern mehr. Also Deshalb. ich muss mehr da machen. Das ist mir voll bewusst. Okay, nein, ich wollte das nicht judgen. Aber ich musste halt ein bisschen graben. Hier siehst du, ich bin auf deinen Reels und ich weiß, dieses Bild hast du auch schon öfters irgendwie eingeblendet. Das ist irgendwie so dein Go-To. Ja, Weil so du musst dämmert bin immer ich mal denken, ausgesehen. wenn die Leute, also du musst immer denken, so, du musst den Leuten einen Grund geben, in dem Video zu bleiben. Und wenn die dann da so einen sehen, der aussieht wie frisch vom Club, dann denke ich so, boah, ich muss jetzt wissen, wie der danach aussah. Safe. Ja, Also, das ist halt das schlimmste Bild, das es von mir gibt mittlerweile. darf ich fragen, also wie alt ist dieses Bild und gibt es dazu irgendwie eine Storytime? Weil, also, Boah. Das ist sicher älter als 2 Jahre oder 1 bis 2 Jahre, würde ich das Bild schätzen. Also, wenn es mich jetzt überlegen lässt, ich würde sagen 2019, kurz vor Sommer okay. oder kurz nach Sommer. Und da hatte ich halt, was ich jetzt auch wieder plane, da hatte ich eine Dauerwelle. Ich habe ja eigentlich vom Ding her komplett glattes Haar, so glatt, glatt, glatt und weich und ist nicht so kräftig. Und habe ich mir die Haare gedauerwellt und dann bin ich immer in die Schule, weil ich gehe in eine HTL. Bei uns an der HTL, es gibt dort nicht so viele Mädchen. Dann habe ich nie den Grund gesehen, warum ich mir die Haare mache. Und Safe. dann hatte ich einfach immer eine Haube auf, wie jetzt auch. Und dann bin ich einfach immer so in die Schule gekommen und habe die Haube mal abgenommen, hab, weil sie mich so genervt hat. So kamen dann solche Bilder zustande. Oh Gott. Ja, okay. Dann nach der Dauerwelle, also ich hatte ja Dauerwelle, komplett abrasiert, Dauerwelle. Ja. Na gut, mich hat nur das erste Bild da interessiert. Weil Okay. das ist irgendwie immer so das Älteste, was du von dir einblendest, oder? Ja, ich habe aber noch sicher, ich habe noch ein paar Ältere, aber diese Älteren, die sind dann meistens einfach nicht so, Keine gute Qualität auch, gell, wahrscheinlich. Ja, war doch damals so immer so iPhone 6 oder sowas, weißt Gute alte Snapchat-Zeiten. du? Ja. Na gut, hier wollte ich auch noch ein bisschen zu reden kommen über deinen Schmuck. Ja. Du hast da so einige große Ringe, die auch irgendwie so ein bisschen länger sind, oder? Trägst du das auch so normal oder eher meistens nur so für Videos? Warte. Bin mir ziemlich sicher, du meinst das Schmuckstück, oder? Zum Beispiel. Ja, ich trage den auch wirklich privat. Ist das unangenehm? Keine Ahnung, weil es wirkt einfach unpraktisch für mich so. Ich könnte sowas gar nicht Gewohnheitssache, tragen. Gewohnheitssache. Es kommt darauf an, wenn ich jetzt sage, ich gehe Fußball spielen, dann ziehe ich mir den natürlich nicht an.
Oder wenn ich jetzt weiß, ich muss irgendwas tragen oder ich werde jetzt lange Autofahrt haben, dann lege ich die, beim Autofahren lege ich die Ringe auch meistens ab, alle. Aber wenn ich jetzt nur sage, ich chill dort und ich chill dort und ich habe da wirklich nichts zu tun oder in der Art, dann trage ich den auch natürlich sehr gerne. Aber ist auch gut für Videos. Aber vor allem, was dir aufgefallen ist wahrscheinlich, den Totenkopfring, den trage ich eigentlich sehr, 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 sehr oft. Wie auch auf dem Bild, ja. Ja, weil das ist den, den hat mir meine Mutter zum 18. Geburtstag gekauft und deswegen hat er schon so eine Bedeutung für mich. Oh, nett. Ja, das mal das. Ja, gut. Das war's schon dazu. Okay. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Gib mir kurz eine Minute. Oh, okay. Ja, kein Stress. Ich sehe, ist das jetzt das Abschluss von dem Thema oder der Abschluss von dem Video? Abschluss vom Podcast, ja. Also jetzt kann ich mir, am Ende noch was sagen, was ich den Leuten mitgeben würde. Bitte darum. Folgt mir alle auf meinen Social Media. Hat alles verlinkt. Armin Eckel mit Doppel-L hinten dran auf TikTok, auf YouTube und auf Instagram. Und Eckel-Heckel-Gaming-Kanal. Eckel-Heckel-Gaming-Kanal. Da ist das erste Video, worüber wir geredet haben. Du kannst aber auch einfach meinen Linktree reinpacken. Ich habe also eine Linktree auf Insta. Mach mal. Auf jeden Fall das Wichtigste, was ich jedem mitgeben würde, fangt mit Social Media an. Da steckt verdammt enorm viel Potenzial noch drinnen. Und in Österreich ist es noch nicht so weit wie in Amerika oder so. Okay, Gary V. Geil. Danke fürs Zuhören, Zusehen und Abonnieren von Andi Talks. Bis zum nächsten Mal. Servus.